Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Wir machen heute, was machen wir heute? Hast du vergessen? Was ja. Hast du das vergessen? Man kann sowas vergessen. Sowas Leckeres kann man vergessen. Ich bin vergessen. Wir machen heute einen Chopsteak mit Sauerkraut und Semmelknödeln. Ja? Machen wir sowas. Ja? Schon ein bisschen was angefangen und das zeige ich euch. Wir haben die Zwiebeln geschnitten. Ein Teil von den Zwiebeln schon. Ja, ein Teil von dazu haben wir folgende Zutaten. Wir haben einen ganzen Schopf, den schneiden wir dann in schöne Steaks. Wir haben drei Eier und eine Butter. Ja, dann die Semmelwürfel für die Knödel. Mhm. Milch, die machen wir dann kurz heiß in der Pfanne. Den Zwiebel, was ich schon geschnitten habe, ist eine kleine Zwiebel. Die tun wir dann kurz anschwitzen, aber nur leicht glasig. Und dann kommt die Milch dazu, die Butter, etwas Salz und das geben wir dann zu den Knödeln. Da tun wir dann die Knödel abmischen. Mhm. Halt mir was. Und da haben wir noch dann. Die brauchen wir dann für Sauerkraut. Mhm. Dann brauchen wir noch Knoblauch, Eier, Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran. Jo, fangen wir an. So, von der Butter nehmen wir ca. so ein Stück, das sind ungefähr 50 Gramm. Ja. Gehen wir in die Pfanne. In die Pfanne hinein. Die Butter schmilzt da drin schnell. Ja. Zeig ich mal gleich. Ich da die Butter. Die kann ruhig leicht nussig werden und leicht braun. Das macht nichts. Es soll auch so werden. Das gibt dann schon einen feinen Geschmack. Und das soll auch so werden. Butter ist für die Semmelknödel der beste Geschmacksträger. Ja. Ein bisschen Zwiebeln dazu, das tun wir kurz durchschwecken. Mhm. So, Kochlöffel. Eine. Ja, schau her. Die Butter wird da jetzt schnell. Hinten haben wir schon das Wasser für die Knödel. Ja. So, und da kommt jetzt die Milch. Milch. Ja, ungefähr ein Viertel Liter. Also ungefähr die Hälfte. Und die soll nur lauwarm werden, also nicht zu heiß, weil wir geben dann die Eier dazu und dann stocken wir uns die Eier und das soll ja nicht passieren, ne? So, man kann, am besten ist, wenn man gleich die Milch gleich salzt. Dass so etwas nicht passieren kann. Dann merkt man gleich, ob man es versalzen hat, aber wir kriegen das schon hin. So. Mein Papa ist der beste Koch. Naja, es gibt immer bessere und schlechtere auch. Ja. Das Pfeffer. Dann noch das. Wer will, kann auch Muskat dazugeben. Aber ich bin nicht so der Freund von der Muskatnuss. Wenn ihr das riechen könntet, dann. Kümmel. Ja, der Kümmel. Der riecht fantastisch. So, riecht fantastisch. Das war's. So. Schauen wir mal. Wenn die Milch Lippenwärme hat, ist das okay. Einen Löffel, mal probieren. Dass genug Salz drin ist. Mhm. So, warm genug. Und das Ganze lernen wir dann in die Knödel dazu. So, dann legen wir das da drauf. Ja. Das lassen wir jetzt ein bisschen durchziehen. Mhm. Ein bisschen umrühren. Wenn die Mama das sieht, dass ich wieder mit dem Kochlöffel was durchführe, dann schimpft sie wieder, weil ich habe Hände. Aber das macht nichts, das gehört so. Das lassen wir jetzt ein bisschen ansaugen. Wenn das dann angesaugt ist, dann geben wir die Eier dazu. Das riecht auch so gut, wenn ihr das riechen könnt. Das nächste haben wir noch einen Topf. Der Topf mit Wasser habe ich jetzt gesagt, kocht schon. Den drehen wir ein bisschen zurück. Den braucht nicht so offen, sondern dann mit Wasser drin. Dann machen wir jetzt mal das Sauerkraut. Okay. Dazu brauchen wir eben auch eine Zwiebel. Bitte nicht. Na, oh ja. Ja, ich weiß, was. Zwiebeln brennt immer. Also, wenn eure Tochter das so gern auch möchte, wenn ihr das nachmachen wollt, dann ärgert sie lieber nicht, dass sie zuerst ihre Hausaufgaben machen soll. Das ist, sollte schon die Hausaufgaben machen, also das wäre schon wichtiger. Ja, aber ich bringe ihm immer dazu etwas. Dass ich es mitmachen darf. So, das kann ruhig ein bisschen rustikal geschnitten sein, das macht nichts.
Dazu geben wir ein bisschen Öl in einen Topf. Aber dann sagt lieber ja, sonst passiert das, was gerade Papa passiert ist mit mir. Zwiebeln dazu. Die Zwiebeln, die schon brennen in meinen Augen. Ja. So. Da kommen jetzt die Eier dazu. Schöne Eier. Darf ich eins machen? Mhm. Ich weiß auch schon, wie man mit den Eiern umgeht. Ich kann sogar schon Eier machen. So, und dann nehmen wir jetzt die vier, die Hände dazu. Ja. Yep. Und dann füllen wir auch, ob wir mit der Konsistenz gut sind. Ja, das schaut gut aus. Falls das zu flüssig sein sollte, was ja passieren kann, weil jede Semmelwürfel sind nicht gleich, Semmelbröseln dazu, nur kein Mehl. Semmelbröseln kann man schon dazu, Mehl sollte man vermeiden. Oder Sie können auch ein paar Semmelwürfel dazugeben. Dann haben Sie dann, weil das passt schon, das muss ich noch durchziehen. Ich weiß, wie das dann bei meinem Papa schmeckt. Du weißt das? Ja. Wirklich? Weil du ja auch in meinem Kindergarten arbeitest. Nein, du gehst ja nicht mehr in den Kindergarten, du gehst ja schon in die Schule. Ja, aber ich sag was genau. So, das lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten durchziehen. Und dann passt das von der Konsistenz her. Also ich würde immer dann ein bisschen warten und dann sieht man eh, ob das von der Konsistenz her passt. Ich hätte meine Schwimmbrille anziehen sollen. Nutzt auch nichts Schatz. So, dann brauchen wir noch einen Kugelwürfel. Ah. Ach, die ist verschwunden. So, gut. Meine Augen brennen noch. So, dann haben wir den Zwiebel. Seht ihr das? Soll auch gleich glasig sein, nur? Ja, zu fest soll das sein? Glasig, nicht zu fest. Aber wenn es fest wird? Dann tun wir dann jetzt einfach mit Wasser ablöschen. Bisschen Wasser. Und schon brennen wir zum Glück nicht wieder die Augen. Ja. Und das Sauerkraut, ich habe da eins. Ein sehr gutes eigentlich, das kaufe ich ganz gern. Und wundert euch nicht, wenn mein Papa nicht anfängt zu weinen, weil er ist gewillt wie wild. Ich weine auch, nur nicht so stark mehr. Aber ich weine schon stark damit. Es gibt gewisse Sachen, die gewöhnt man sich nie. Also von einer Erdbeere muss man nie weinen. Dann nehmen wir das Sieb. Den Sieb? Mhm. Das Sieb. Das Sauerkraut abkühlen. Das Sauerkraut. Den lassen wir uns jetzt abkühlen. Bis hier weiß ich auch schon. Abspülen, nicht abkühlen. Abkühlen. Mhm. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Aber macht man schon lieber zur Sicherheit, wenn man es nicht aus dem Garten hat. Naja, nein, das Sauerkraut wächst nicht im Garten, Schatz, das muss man machen. Ja, oder man wie stellt man eigentlich Sauerkraut her? Wir haben in der Berufsschule so intelligente Menschen gehabt, die haben gesagt, mit Salz und Pfeffer, Salz, Pfeffer, Essigöl. Okay, das war nichts. Das denke ich. Sauerkraut wird mit Milchsäurebakterien hergestellt und aus dem eigenen, und die Gärungsprozess entsteht durch einen eigenen Saft, durchs Pressen. Spielt das lieber auch wieder ab. So. Oder dann kommt er dazu. Dann können wir ganz. Kümmel? Mhm. Oder Kümmel? Kümmel. Etwas Salz. Salzig? Nicht zu viel. Sonst wird es zu salzig, dann schmeckt man nur den Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und Pfeffer. Nicht zu viel davon. Und das können wir noch ein bisschen Wasser dazu geben. So. Aber
Bitte mach nicht zu viel dazu dann. Nein, das ist schon sehr warm. Das brauchen wir. Das Sauerkraut muss jetzt circa eine halbe Stunde kochen. Ja, aber nicht zu viel Wasser. Das und dann können wir noch dazugeben eine Kartoffel, eine rohe Kartoffel reinreiben und einen Apfel. Das schmeckt dann sehr gut. Ich will einen Apfel. Wirklich? Seit wann? Kenne ich ihn auch? Ja. Wie viele Äpfel? Einen. Okay. Jetzt den Spiel schon verstanden, jetzt, oder? So, gut. So, in der Zwischenzeit schneiden wir die Schopfsteaks. Schopfsteak? Ja. Ich schneide sie immer von dem kleineren Stück weg zum größeren. Besten ist natürlich, wenn das Messer was schneidet, nicht so wie das. Und dann schleifst du den mal mitten mal wieder. Und jetzt wieder mal schleifen. Schöne Steaks, so mit ca. 12 bis 15 Decker. Aber wenn ihr die rohe Kartoffel oder keinen Apfel möchtet, dann müsst ihr ihn auch nicht. Nein, ich habe gesagt, das kann man dazugeben. Ja, muss man aber nicht. Entschuldigung, das war ich. So, und das mal drehen wir, das verschiebt ja, sich ja. Ich bin noch immer nicht gewöhnt daran. Naja, wird doch nicht. Oh, schalte das, löscht das ab. Oder ich werde eine Weile raus. Ich bin ja schon fertig soweit. Wie vertreibt man kleine Kinder aus der Küche? Zwiebel kochen. So. Kannst du bitte das da halbieren? So, dann passt das auch. Ich bin wieder da. Ich habe meine Augen so. Ein bisschen gelöscht. Weil die Brille furchtbar. So, dann passt. So, dann werden wir das Ganze würzen. Legen wir schön auf. Alles schön auflegen. Man kann das ein bisschen plattieren auch, weil das zieht sich eh noch zusammen, aber. Ich habe sie so, die sind so schön geschnitten, das passt schon. Ihr müsst das. Mal dann so in die, bei kleiner Stufe in die Pfanne zum Anbraten, dann kann man es ins Rohr zum Fertiggraben geben. Ist natürlich doppelt so schnell fertig wie ein Schweinsbraten und bleibt saftiger. Ist meine Meinung. Wobei ich sage, meine Meinung ist nicht immer richtig. Kann ich auch? Sie wechseln? Und dann haben wir auch einen Kümmel, aber gemahlen. Ja, einen gemahlen. Ich versuche immer das auf eine elegante Art zu lösen, aber das funktioniert dann nicht mit diesen komischen Tuben. Warum haben Sie das bloß? Warum schüttelst du fast alles drauf? Nein, ich schüttle nicht alles drauf. So, ich habe fast alles gesagt. Jetzt schön einreiben, da kommt auch noch wieder auf. Schon. Einreiben. Ich helfe ein bisschen. Warum einreiben? Damit das schön in die Poren reingeht. Und jetzt müssen wir beide Hände waschen. Pfeffer. Pfeffer ist fast wie Pfefferminz. Kann man mit Pfeffer und Minz, das heißt auch Pfefferminz. Da habe ich hier noch eine etwas Knoblauch. Ja, aber wir brauchen. Wir müssen den schälen. So, wir haben hier vier Zehen, Knoblauchzehen geschält. Mhm. Irgendwo haben wir eine Knoblauchpresse gehabt. Bedrohung liegt auf gehabt. Ja, wir haben keine mehr. Denke ich. So. Fällt man den da durch. Habe ich schon Stapel
mit Stärke zu tun. Ja. Das ist Technik. Aber schön fest ist der Knoblauch auch. Mhm. Und du spritzt noch, damit er sich nicht. Wirklich? Ja. Zwetschge mit Knoblauch. Zwetschge mit Knoblauch? Verstehe ich übrigens gar nicht. So, mein dazu einreiben. Dass es auch schön nah reingeht. So, und das legen wir dann da übereinander. Ihr habt es gesehen, ich habe nur eine Seite. Warum? Weil ich sie übereinander lege und dadurch zieht das hier schon durch. Übrigens, ich verwende mehr Salz und da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ziemlich, zieht ziemlich nach. Juckt das? Autsch! Au! So. Du könntest mir das auch noch sagen. Thank you. Und was machen wir jetzt damit? Jetzt noch gar nichts. Ja. Ich will wieder rauf. Machen wir jetzt die Semmelknödel. Ja. Und da die Masse. Okay. Die hat schon schön angezogen. Ich habe noch ein paar Semmelwürfel dazugeben, weil es doch noch ein bisschen weich war. Sorry? Immer, ja? Nein, das muss ich gleich groß sein. Sonst ich mache auch groß. So, das Wasser wieder auf groß schalten. Eine schöne Knödel. Ich bin nicht so eine Knödlerin. So. Nicht zu groß und auch nicht zu klein. Wenn die Knödel können Sie machen, so groß ihr wollt. Ich mache, ich habe gerne so handfeste Knödel, so richtig schöne große. Die brauchen dann ungefähr 30 bis 40 Minuten in siedendem Wasser. Und ich höre lieber. Wichtig ist, dass sie schön festgedreht sind, weil sonst lösen sie sich auf. Im Wasser? Juhu! Weil die auch im Wasser sind? Nein, es wird immer passieren, dass sich ein paar Flanken lösen, das ist ganz normal. Ja, war nicht alles. Weil wir ja kein Mehl dazu geben und auch das bleibt sich schon flauschig. Ja, und das fühlt sich jetzt an wie ein Pudelhut. So, fertig. Ich weiß, man ist nicht so schön. Ich mach das. Und ich mach den Rest. Nee, der ist nicht heiß. Ich bin nicht so ein Meister, darin so. Das zu schaffen, aber ist egal. Also die Pfanne ist auch schon heiß? Juhu, die ist schon heiß. Dann nehmen wir das erste Fleisch hinein. Erstes Fleisch. Wir machen das Ganze ohne Fett. Warum? Kohlefett? Schock ist eh Fett. Wir lassen es hier. Nur schön. Am Grat nochmal. Ich bin eine Klettermeisterin daran. Ihr werdet nie ein Video ohne mich sehen. Na, oh ja, ich hoffe doch, dass ich irgendwann wieder mehr gescheite Videos machen kann. Nein. Ja. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich komme immer mit. Aber gut. Mit den Videos bin ich ja mit, wenn ich dabei machen darf. Kannst du die schicken dann bei? Nein. Nee, das bin ich doch nicht schön. Du was? Das brauchst du nicht. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hole mir jetzt meistens selber. So, das Kraut kocht. Langsam versuchen. Dann werden wir den Apfel reinreiben. Ich kann auch jetzt schon, wenn er weh ist. Mit dem Reiber. Der kleine Reiber. Der große Reiber. Das ist eine, mit mehrere verschiedene Reiben. So, und dann nehmt ihr diese. Die grobe kann, oder die, wie je nachdem. Aua! Wir nehmen eher diese Reibe. Wir haben aber auch eine andere, aber ist egal. Wir benutzen mehr von der Reibe. Und
jetzt noch nicht. So, dann haben wir den nach Flöten kam. Ja, er ist da drinnen. Der ist drin, soll es sein. Mhm. Ich habe auch einen, aber brauchst du nicht. Wenn Sie das Apfelreiben nicht machen wollen und ihr habt das Apfelmus zu Hause, kannst du das natürlich auch verwenden. Ne? Das ist, hat denselben Effekt. Ja, ich habe schon gern frische Äpfel, also so ist es nicht. So, was? Äpfel sind auch okay, aber ein Apfelmus ist das gleiche wie ein Apfel. Na ja, ja, schon. Fast. Nur ein Musform, ne? Ja, nicht so wie ein Apfel. So. Richtige Apfel. Ja. Kartoffeln müssen wir schälen. Die Kartoffel, die muss man schälen. Eine die Kartoffeln. Das ist eine schiefe Kartoffel. Und wenn ihr euch nicht wundert, wir benutzen keinen Schäler mehr. Wie nicht? Mein Papa hat schon ein paar kaputt gemacht. Ja. Mein Papa macht die meisten kaputt. Dort haben wir so eine kleine Kartoffel, die reicht für die Größe. So, die Knödel schaut ein bisschen zurück. Voilà. So, wir müssen das dann vielleicht noch ein bisschen nachwürzen. Also das ist dann glaube ich schon langsam gut. Knödel kochen auch vor sich hin. Ah, schön flauschige Dinger. Ein bisschen zurückschalten. Halbe Stufe. Fünf. So, liebe Leute, das Fleisch. Knusperbraten dahinter mir. Knusperbraten, ja okay, neuer Ausdruck. Ja. Es dauert noch einen Moment und dann können wir anrichten. Bis später. So, nachdem alles fertig ist, werden wir jetzt schon langsam anrichten. Kraut. Ist finished. So. Finished. Finished. Wenn ihr Englisch wisst, so. Nicht versteht, dann meint die fertig. Schönen Knödel. Also ich bin eine Englischverstehlerin. Ich verstehe es. Englischversteherin bist du? Dann ist das ein Dumpling. Ein Dumpling. Dumpling. Knödel. Dumpling. So. Das Fleisch habe ich dann am Topf. Noch ein bisschen nachzieht. So viel Englisch kann ich auch wieder nicht, Papa. Ich bin schon. Ein schönes Stück raus. Und ein Pudel ist weg. Noch eins. So, schaut's her. Der Will kann jetzt noch ein Kräuterbutter drauf geben. Was willst du machen? Aber ich habe keine mehr da. Auch. Da kann man zum Beispiel. Ein bisschen salzen. Und dann noch wieder drüber salzen. So, passt. So, liebe Leute.